Das heutige Thema, wie Sie unschwer erkennen konnten auf der Homepage, es geht um das Thema cleverer als der Index anlegen, die Power von aktiven ETFs. Und wenn Sie sich für das Thema ETFs interessieren, dann haben wir hier möglicherweise interessante, spannende Informationen in den nächsten Minuten für Sie dabei. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, ich bin nicht alleine, sondern von JP Morgan Asset Management ist Tobias Heinzen mein Gast. Tobias, beziehungsweise Tobi, verzeihen. Wir haben uns auf das Du geeinigt an der Stelle. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie gerne die Chatfunktion. Und bevor wir allerdings loslegen, müssen wir noch ganz kurz auf den sogenannten Risiko- und Warnhinweis eingehen. Auch dieses Online-Seminar ersetzt keine Anlageberatung, ist auch keine Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken und Währungsschwankungen, frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Ja, auch nochmal willkommen von meiner Seite. Das Thema heute cleverer als der Index anlegen, die Power von aktiven ETFs. In den letzten Wochen und Monaten, auch Jahren, ist die Bedeutung von ETFs immer größer geworden. Und auch das Thema aktive ETFs sehen wir als ein neues Thema, was immer stärker in den Markt kommt. Und als wir uns überlegt hatten und geplant hatten, mit ETFs auch in den Markt zu kommen, war letztendlich immer wichtig zu sagen, wir möchten als JP Morgan Asset Management auftreten und dabei auch die Philosophie, die wir seit Jahrzehnten in den Portfolien, in den Strategien für unsere Kunden auch im ETF-Mantel mit reinzubringen. Dementsprechend, wenn wir uns anschauen, können ETFs aktiv sein, was du auch vorher schon als ersten Punkt mit aufgegriffen hast, möchte ich gerne hier auf die Folie zunächst eingehen. Was ist ein aktiver ETF? Und es ist ganz einfach zu beschreiben. Es ist das Beste aus zwei Welten, die hier zusammenkommen. Wir haben auf der einen Seite in Gelb den ETF, den Sie kennen, den Sie schätzen lernen mit all seinen Vorteilen. Das heißt, die attraktive Gebührenstruktur, die du, Christian, auch vorher schon angesprochen hast, die Handelbarkeit, was super einfach auch auf eurer Plattform zu handeln ist. Die Transparenz. Sie wissen jeden Tag, was ist im Portfolio mit drin. Das haben wir auf der einen Seite in Gelb. In Blau haben wir eine aktive Strategie. Die zeichnet sich meistens dadurch aus, dass ein Portfolio-Manager da dahinter sitzt und eine aktive Entscheidung auf einer Datengrundlage trifft. Die Datengrundlage kann zum Beispiel fundamentale Daten sein. Das heißt, die Möglichkeit, eine Mehrrendite gegenüber dem Index zu erzielen, aber auch gleichzeitig auf veränderte Marktphasen entsprechend reagieren zu können. Und wenn ich jetzt hier einen Exkurs in die Kunst machen darf, man sieht es auch schon hier in den Farben, gelb und blau wird zu grün. Das heißt, wenn ich jetzt beide Vorteile nehme, die Möglichkeiten aus der aktiven Welt, der Möglichkeit, einen Mehrertrag zu erzielen, aber auch das auf Marktphasen zu reagieren, plus die Vorteile, die Sie alle kennen und schätzen vom ETF, das ergibt letztendlich dieses powervolles Vehikel des aktiven ETFs. Aber um da noch mal ein bisschen tiefer drauf einzugehen, würde ich gerne das Wort ETF noch mal aufgreifen. ETF steht für börsengehandelter Fonds. Die meisten, hast du auch vorher gesagt, Christian, assoziieren den ETF als eine passive Indexstrategie. Wenn wir uns aber mal genauer anschauen, eine passive Indexstrategie, die gab es schon vor dem ETF, damals in den klassischen Indexfonds. Der ETF ist dann in den 90er Jahren aufgekommen mit dieser passiven Strategie in sich. Und diese Strategie, dieser Motor, der verändert sich über die Zeit. Und wenn man da auch vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag herbeiziehen möchte, können wir das Auto als gutes Beispiel nehmen. Wenn Sie vor 10 bis 15 Jahren hier sich überlegt hatten, ein Auto zu kaufen, dann hatten Sie die Qual der Wahl zwischen einem Benzinmotor oder einem Diesel. Nach Regel 2 Verbrennermotoren, linke oder rechte Genau. Abteilung, ja. Genau.
Das Ganze hat sich über die letzten Jahre aber auch weiterentwickelt. Das Auto als solches, die Chassis ist die gleiche geblieben. Aber die Strategie oder der Antrieb, der hat sich weiterentwickelt. Heute gibt es neben dem klassischen Verbrennungsmotor das Wasserstoffauto, die elektrische Antriebskraft. Das heißt, die Wege haben sich geändert, die Möglichkeiten, wie ich vorwärts komme, haben sich geändert. Und wenn ich das jetzt wieder zurück auf den ETF münze, dann hat sich auch hier die Strategie weiterentwickelt. Aber die Hülle, also sprich der ETF als Investmentvehikel, der ist der gleiche geblieben. Mit all seinen Vorteilen, die wir alle kennen und schätzen. Nur, dass Sie eben heute neben dieser rein passiven Indexstrategie die Wahl haben zwischen einer quantitativen Strategie, aber eben auch mit aktiven Strategien im ETF-Mantel. Die Frage ist letztendlich immer, was ist das Ziel des Anlegers? Und das ist das Entscheidende letztendlich, wo wir uns auch als JP Morgan Asset Management dazu verpflichtet fühlen, eben hier attraktive Lösungen für die Portfolien unserer Kunden anzubieten und das Ganze eben auch weiterzuentwickeln. Ich habe ein Beispiel heute mitgebracht, wie aktive ETFs aussehen und funktionieren. Und wir haben uns hier vor 2018 die ersten aktiven ETFs in Europa auf den Markt gebracht mit Research Enhanced Indexing. Und ich möchte, bevor ich detaillierter werde, würde ich gerne bei dieser grafischen Darstellung zunächst bleiben wollen. Weil wir haben vorher gesagt gehabt, die Strategie hat sich weiterentwickelt. Und jetzt aktive ETFs, wie vor das Farbenbild, und ist zunächst mal zwei Themen. Ich habe auf der einen Seite das Wort aktiv und auf der anderen Seite das Wort ETF. Du, Christian, hast ein anderes Verständnis vielleicht für das Wort aktiv, wie ich oder wie Sie vor den Bildschirmen. Dementsprechend möchte ich hier ganz gerne mal aufzeigen, wie wir mit Research Enhanced Indexing aktive ETFs definiert haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Heißluftballon über der Stadt. Wir sind jetzt hier oben links auf der Grafik. Egal aus welcher Richtung, Nord, Ost, West oder Süd, sieht das Stadtbild von oben immer identisch aus. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Analogie zum ETF ziehen darf oder zum Index, die regionale Gewichtungen, die bleibt gleich, egal aus welcher Perspektive ich das betrachte. Wenn ich etwas tiefer über die Stadt fliege, zeichnen sich so langsam die Vororte ab. Auch hier bleibt der Blickwinkel identisch, egal woher ich das Ganze betrachte. Dementsprechend kann ich auch hier sagen, die Branchen bleiben gleichgewichtet wie im Index. Also all das, was Sie bereits aus dem passiven Investieren her kennen. Wo jetzt wir mit dem Portfolio Manager herangehen, ist letztendlich dann innerhalb diesen einzelnen Vororten die Parkanlagen zu finden, zu analysieren, die vielleicht etwas attraktiver sind, die schöner gestaltet sind, liebvoller und zukunftsorientierter gestaltet sind, entgegen denen, die eben weniger liebevoll betrachtet worden sind. Oder da, wo Sie jetzt vielleicht vor dem Bildschirm sitzen und wo Sie Ihre Mittagspause gerne verbringen wollen würden, ob Sie uns lieber in dem oberen Bild verfolgen möchten oder eher in dem unteren Bild begleiten wollen. Das ist letztendlich dann die Aufgabe, wo wir dann eine aktive Entscheidung mit reinbringen. Man muss, wenn ich mal kurz dazwischengerätsche, man muss fairerweise vielleicht dazu sagen, auch ich gehöre zu denjenigen, die gerne in diesem schön dekorierten Park unterwegs sein wollen, aber komischerweise kommen wir immer wieder, wenn wir Finanznachrichten lesen oder auf YouTube, Social Media Kanälen uns informieren, kriegen wir in der Regel immer diese Parkanlagen auch gezeigt, wo sehr viel Unkraut drin ist, wo die Hoffnung ist, ja, also wenn das mal wieder schön pflanzt und aufkeimt. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen so Mindset-Thema ist, dass man sich mit dem Thema auch beschäftigen muss. Man muss eine gewisse Fantasie haben,
Aber keiner von uns würde möglicherweise das ganze Portfolio darauf auslegen, dass irgendwo irgendwann mal dieser Park so zurückkommt, sondern dass man hier auch ein Fundament schafft. Und sichtlich hier, wenn der Boden entsprechend gut ist für so eine, für eine Bepflanzung, dass man da eher dann auch schaut, okay, gibt es diese Möglichkeiten, als sich permanent nur mit diesen Anlagen zu beschäftigen, wo man eigentlich eher untergewichtet sein könnte, im besten Fall. Ja, also auch hier, wie gesagt, das ist keine Anlageberatung, aber wenn Sie mal in sich gehen, dann finden wir überall Depotleichen, die möglicherweise so aussehen wie diese, untere Parkanlage unten rechts an der Stelle. Und also quasi aus der Vogelperspektive das Ganze zu betrachten, um zu schauen, okay, an der Gewichtung her, okay, ich muss mich in Selektionen, auch in Sektoren, in Branchen aktiv beschäftigen, aber ich muss dann doch mal den Blick tiefer wagen, nicht nur die reine Indexabbildung durchführen, sondern auch schauen, okay, was sind die Top-Unternehmen und was sind die weniger guten Unternehmen aktuell? Und das findet wahrscheinlich nicht irgendwie mit einem Würfelbecher statt, sondern wie du vorhin gesagt hast, man beschäftigt sich damit. Und vielleicht greife ich die Frage gleich ein bisschen zu weit voraus. Gibt es da ein eigenes Team, was sich damit beschäftigt, oder seid ihr damit mit einem Research House aktiv? Ja, wir haben hier unsere Spezialisten in JP Morgan. Das ist das, was ich vorher sagte. Unsere DNA, das, wofür wir stehen, wir verwalten über 99% unserer Assets in aktiven Strategien, die auf Basis von eben diesem Fundamental Research aufgebaut werden. Das ist das Brot- und Buttergeschäft von uns. Wo das dann in welcher Strategie und wie verwendet wird, das ist dann Aufgabe vom Portfolio Management, und da würde ich auch gleich weiters gerne drauf eingehen wollen. Auf jeden wollen. Fall. Wenn ich das Beispiel etwas klarer aufstellen darf, hier haben wir unseren globalen Research Enhanced Index ETF mal dargestellt, der eben als klassische Benchmark den MSCI World nutzt. Ich vermute, Sie alle kennen den MSCI World, wie der aufgebaut ist, und haben vielleicht auch das ein oder andere bereits hier schon investiert. Wenn ich jetzt diese Bilder nochmal von vorher wiederholen darf, wir haben auf der linken Seite die regionale Gewichtung, also sprich das Stadtbild von oben. Hier sehen Sie keinen Unterschied zwischen dem ETF von uns und der Benchmark. Wir haben in der Mitte die Sektorgewichtungen, auch hier nahezu identisch, das heißt keine Abweichung zur Benchmark. Das, wo jetzt vor diese Parkanlage dargestellt worden ist, das ist letztendlich dann die Teamarbeit zwischen unseren Research-Analysten und dem Portfolio-Management, die eben herauskristallisieren, welches Unternehmen in einem Sektor steht etwas besser da, welches steht etwas schlechter da. Beziehungsweise, ich mache es an einem praktischen Beispiel vielleicht etwas fester. Wir schauen uns also an, wie steht eine Mercedes gegenüber einer VW, einer Porsche oder einer BMW da, und würden dann eben hier fundamental uns das anschauen und die Gewinner leicht übergewichten, die Verlierer leicht untergewichten. Und das ist das Bild, was Sie hier auf der rechten Seite dann sehen. Das bringt mich zu deiner zweiten Frage, Christian, von vorher. Können ETFs cleverer sein als der Index? Also sprich, wie funktioniert das? Was steckt da dahinter? Und wo du auch schon richtig fragtest, wie machen wir das? Diese Strategie, die haben wir schon bereits seit über 20 Jahren. Im ETF-Mantel jetzt seit 5 Jahren. Wir haben hier ursprünglich für institutionelle Kunden das Ganze entwickelt und dann aber jetzt über den ETF-Mantel für jedermann zugänglich gemacht. Die Strategie basiert letztendlich auf den fundamentalen Informationen von über 90 Karrieresektoranalysten. Experten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie letztendlich weltweit über 2.500 Unternehmen zu analysieren, zu untersuchen und eben herauszustellen, wie steht es im jeweiligen Wettbewerb da. Und diese Informationen, die daraus münden, nutzen wir dann im Portfolio-Management-Prozess durch den Portfolio-Manager, um eben das Portfolio aufzubauen. Mit dem Ziel,
einen Mehrertrag gegenüber dem MSCI World aufzustellen. Und das können Sie auch hier unten in der Grafik darstellen. Ich habe vorher schon gesagt, dieser Prozess, der besteht schon seit 20 Jahren. Das heißt, wir haben hier wirklich eine lange Historie, auf die wir zurückgreifen. Und Sie sehen, wie erfolgreich das war. Über die einzelnen Zeiträume konnten wir eben einen positiven Mehrertrag gegenüber dem MSCI World schaffen. Und das Ganze eben seit 2018 dann auch im ETF-Mantel. Und das, worum es letztendlich heute geht. Und weil du auch vorher fragtest, arbeiten wir hier mit jemandem zusammen? Nein, das ist unser eigenes Asset Management Research, was wir betreiben. Wir sind eines der größten Research-Häuser der Welt mit über 150 Millionen jährlichem Research-Budget und eben der Möglichkeit, hier weltweit die Unternehmen eben zu analysieren, uns anzuschauen, wo steht das jeweilige Unternehmen. Mhm. Anhand der Weltkarte sehe ich auch, dass man nicht nur in Nordamerika sitzt, wahrscheinlich in New York, sondern sowohl in Europa wie aber auch im asiatischen Raum verteilt ist. Macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man weltweit Unternehmen analysiert, dass man sagt, naja, das Team, was in Europa ansässig ist, hat auch eine gewisse Funktion wahrscheinlich, die europäischen Unternehmen oder auch, ist das regional zu betrachten oder ist das, sind das Teams, die eher so Sektoren zugewiesen sind, weil die Automobilbranche, der Kollege, der vielleicht Toyota beobachtet, interessiert sich auch für Volkswagen, würde ich mal behaupten. Berechtigte Frage. Wir sprechen immer von Karriere-Research-Analysten. Mhm. Das heißt, Karriere-Sektor-Analysten, Entschuldigung. Mhm. Das heißt, sie sind wirklich auf ihren Sektor fokussiert. Okay. Das heißt, wir haben einen, wenn du das Beispiel Auto aufgegriffen hast, wir haben einen Research-Analysten, der sitzt in Amerika und covert hier den Automotive-Sektor. Wir haben aber das gleiche Pendant auch in Europa und auch in Asien. Ja. Und der Vorteil ist eben, diese ganzen Informationen bündeln wir alle auf einer Plattform, sodass derjenige in Asien mit dem in Europa oder mit dem in den USA kommunizieren kann und der Portfolio-Manager hat alle Informationen von der gesamten vom gesamten Globus aufzugreifen oder letztendlich auch verfügbar. Okay. Und kann diese Informationen dann in seinen Strategien nutzen. Das heißt also, man in der Gedankenwelt ist es nicht so, dass man nur ein ETF-Konzept hat, sondern man hat auch indirekt quasi aufgrund des Regelwerkes auch die Analysten, die halt sich mit den Einzelwerten dann im ETF dann auch stärker beschäftigen als eine bloße Abbildung in Form von einem, der Indexbetreiber gibt das vor und wir müssen hier ein Rebalancing vielleicht durchführen oder eine Anpassung, sondern da findet ein aktiverer Austausch auch statt. Dann. Genau, wir stehen letztendlich mit über 2.500 Unternehmen weltweit in Verbindung, in Kontakt und daraus mündet letztendlich auch die Informationen, die wir dann im Investmentansatz nutzen können und das Ganze eben als globaler Asset Manager mit globalen Strategien, die dann aber auch in verschiedenen Regionen münden, werden die einzelnen Informationen dann eben abhängig von ihrer jeweiligen Strategie genutzt. Und gibt es bei dem Research auch noch Einstufungen, die für den Anleger oder für die Anlegerin interessant sein kann, um sich bestimmten, wie drücke ich das aus, damit ich einordnen kann, welchem Standard oder welchem internen Verfahren sich das dargestellt hat. Also es gibt ja zum Thema Nachhaltigkeit ja bestimmte Regeln. Dann kann es durchaus ja auch sein, dass es auch Produkte gibt oder Gedanken gibt, wo man sagt, das Thema Nachhaltigkeit aufgrund von bestimmten Kriterien, die von extern gewählt worden sind, spielen für das Produkt keine Rolle, aber wir analysieren trotzdem das Unternehmen und können sowohl den Research für Produkte der klassischen Art, so wie man es kennt, und vielleicht aber auch das Thema Nachhaltigkeit, wenn das stärker im Vordergrund ist, mit berücksichtigen. Absolut. Die Informationen, die wir aus unserem Research sammeln, die sind zunächst mal alle für jeden Portfolio-Manager auf jeder unterschiedlichen Strategie verfügbar. Ja.
Und der Portfolio Manager ist dann letztendlich nachher anhand von seiner eigenen Strategie, von dem Antrieb, wo wir vorher gesprochen haben, mit den Motoren, der unterschiedlich sein kann, nutzt dann eben seine notwendigen Informationen, die er braucht. Das heißt, es kann sowohl für eine nachhaltige Strategie sein, es kann aber auch für eine nicht nachhaltige Strategie sein. Und das Charmante, wenn ich auf Research Enhanced Indexing zurückkommen darf, wir kombinieren hier das Thema Nachhaltigkeit in Bezug aber auch mit dem Verbleib bei der klassischen Standard-Benchmark. Mhm. Das heißt, wir haben ein ETF oder ein Portfolio entwickelt, das in einem nachhaltigen Zielmarkt ist, aber bleibt eben auch auf der Standard-Benchmark. Das heißt, alle, die den MSCI World kennen, wie wir vorher gesehen haben, bekommen den MSCI World. Und welche Regionen werden da abgedeckt? Ja. Oder hast du das auch grafisch vielleicht mitgebracht an der Stelle, dass man sich das einfach mal auch anschauen kann? Gerne. Unsere Research Enhanced Index Familie hat 2018 mit 4 ETFs gestartet. Zum einen global mit dem MSCI World, mit den US-Aktien. Sie sehen hier links immer mit die 4 Buchstaben, das sind die Ticker. In der ETF-Welt spricht man von Tickern, deswegen haben wir es nochmal drunter geschrieben. US-Aktien, dann Europa und Emerging Markets. Das waren die 4 ersten ETFs in dieser Research Enhanced Index Familie. Wir wurden allerdings von vielen Kunden gefragt, können wir das denn nicht auch auf andere Regionen anwenden, was wir dann auch 2022 erweitert haben. Sie sehen dann zum Beispiel JREDS mit dem Z, das sind die Aktien für die Eurozone. Wir haben Japan auf der rechten Seite. Was wahrscheinlich in diesem Börsenjahr stärker im Fokus bei einzelnen Anlegerinnen und Anlegern auch stand. Bis vor 2 Wochen möglicherweise. Das hängt ganz von dem Ziel des Anlegers ab. Genau. Und wir möchten eben hier das ein weltweites Angebot schaffen, sodass jeder Anleger für sich das raussuchen kann, was er gerade haben möchte, um sein Ziel näher zu kommen. Ganz banale Frage, diese Kürze. Finden Sie sich auch in dem Namen des ETFs auch wieder? So dass ich dann als Anlegerin oder als Anleger, weil vielleicht ist das für Sie da draußen ein bisschen komplexer und ich muss ehrlich gestehen, auch für mich ist es manchmal sportlich zu verstehen, was genau in dem Namen dargestellt wird. Deswegen besuche ich auch immer die Seite des ETF-Anbieters, um verschiedene Punkte nochmal herauszuarbeiten. Angefangen von der Total Expense Ratio bis hin zu den Top 10 Werten eines ETFs. Aber daraus ergibt sich dann auch die Logik, warum es in Anführungszeichen einen für Außenstehende einen so anspruchsvollen Namen gibt. Und da liegt aber einfach nur ein System dahinter, ein System, um zu schnell zu erklären, Achtung, dem Produkt ist der Index hinterlegt oder diese Strategie hinterlegt, sodass man auch hier relativ schnell auch eine Trennung durchführen kann. Ja, einfach bei einfachen Worten. Berechtigte Frage. Nehmen wir JREC, die 4 Buchstaben oben links. J steht für JP Morgan. Okay. R für Research. E für Enhanced oder Equities. Und G für Global. Okay. Das heißt, wir können das dann runterbrechen auf die einzelnen Regionen. Nehmen wir JREU auf der linken Seite. Das U steht letztendlich dann für US-Aktien. Die jeweilige Benchmark, komme ich nachher noch drauf, sind die Standard-Benchmarks, die Sie alle kennen, sodass Sie hier vom Touch and Feel her das kriegen, was Sie bereits kennen und vielleicht auch nutzen, nur eben mit Research verfeinert, das heißt noch mit etwas mehr PS auf der Straße. Und die farbliche Unterscheidung soll mir einfach als Anlegerin oder als Anleger eine Möglichkeit geben, ist hier das Thema Nachhaltigkeit, wird hier gespielt oder wird das klassische Investment durchgeführt, wo bestimmte Ausschlusskriterien nicht berücksichtigt werden. Also wir haben, wenn wir jetzt die lila Farbe hervorheben, hier haben wir den klassischen Standardindex, bauen aber dann darauf noch mit leichten Ausschlüssen unseren Nachhaltigkeitsrahmen obendrauf. Also das heißt, wenn es Anleger gibt,
die vielleicht die ein oder andere leichte, nachhaltige Berücksichtigung wünschen, sind hier komplett fein und damit aufgehoben. Gleichzeitig aber auch diejenigen, die den ESG oder Nachhaltigkeit nicht wichtig ist, die haben hier genauso die richtige Lösung, weil es eben bei der klassischen nicht nachhaltigen Benchmark bleibt. Das Grüne haben wir aber dann eben für die Kunden noch mit aufgelegt und erweitert, die eben wirklich eine starke nachhaltige Präferenz haben. Und hier geht es jetzt endlich darum, ein breit diversifiziertes Portfolio trotzdem anbieten zu können, trotz strenger Nachhaltigkeitskriterien. Genau, so eben die Heraushebung mit Grün. Du hast auch gesagt, dass die Benchmark natürlich auch immer vergangenheitsbezogen verglichen wurde und geschaut wurde. Habt ihr das in einer Grafik auch dargestellt über einen längeren Zeitraum, wo man möglicherweise auch ein Gespür dafür bekommt? Und hier möchte ich nochmal kurz darauf sensibilisieren. Frühere Wertentwicklungen spiegeln nicht die Prognose für die Zukunft dar. Also Sie können das nicht 1:1, wenn ein Index in den letzten 5 Jahren 50% plus gemacht hat, heißt es nicht, wenn ich heute eine Einmalanlage tätige, dass ich in 5 Jahren auch wieder 50% plus habe. Aber was wir lernen aus der Vergangenheit, wenn Sie sich aktiv mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, dass es immer mal wieder Wellen gibt, wo eine Übertreibung nach oben wie auch eine Untertreibung nach unten auch stattfindet und der Faktor Zeit für viele Anlagen auch wichtig ist. Und wie sieht es da aus in dem Vergleich in den letzten Wochen, Monaten oder auch Jahren? Wir haben hier den globalen Research Enhanced Index ETF dargestellt, quasi der MSCI World als Benchmark und eben dargestellt, welchen Mehrertrag unser ETF gegenüber dem MSCI World erreicht hat. Das ist seit Auflage 2018, wo wir den MSCI World pro Jahr netto nach Kosten seitdem um 1,14% geschlagen haben. Das ist die linke Grafik. Auf der rechten Seite sehen Sie die einzelnen Zeitverläufe über 12 Monate jeweils, wo auch nochmal ersichtlich wird. Wir haben für Research Enhanced Indexing haben wir ein Ziel von einer Überschussrendite. Für den globalen sprechen wir von 75 Basispunkten oder 0,75%. Komme ich auch gleich nochmal genau drauf zu sprechen. Und dieses Ziel gilt unabhängig von der Marktphase. Das heißt, auch in fallenden Märkten möchten wir dieses Ziel erreichen. Und das sieht man auch hier auf der rechten Seite ganz schön, dass wir es auch geschafft haben, in einem negativen Marktumfeld einen positiven Beitrag dazu führen konnten. Vielleicht ganz kurz nochmal, auch wenn Sie sagen, ja, also wie kann es sein, wenn man einen Verlust erleidet, dass es ein positiver Beitrag ist? Sie müssen sich auch eine Sache vorstellen. Das Investieren bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich immer nur Renditechancen nach oben hin auch mich sehne, sondern es gibt auch Investmentansätze, wo man versucht, das Risiko einer Investition oder mehrerer Investitionen etwas geringer zu gestalten. Und das ist vor allem dann bei größeren Vermögen häufiger die Frage, nicht irgendwo nochmal, wo kann ich 10-20% draufpacken, sondern da ist qualitativ, gibt es Fragen, die vielleicht Ihr Finanzberater oder wenn Sie jemanden aus dem Family Office kennen, der in dem Bereich tätig ist, da werden ganz andere Fragen auch punktuell gestellt und das Risiko zu managen, Sie können es nie ausschließen, auf null runterfahren, aber wenn Sie einen Einfluss darauf haben können, aufgrund von Investitionssummen oder vielleicht aber auch der Anlageregion, dann spielt das auch eine Rolle und sollte möglicherweise vielleicht auch in Ihren Gedankengängen rein gehören, dass man sich auch manchmal nicht die Frage stellt, wann habe ich den nächsten Verzehnfacher bei Einzelwerten oder wann habe ich irgendwie hier die nächsten 10-20%, sondern kann ich auch das Portfolio so aufbauen, dass ich möglicherweise mein Risiko etwas reduziere und das Risiko reduzieren könnte über verschiedene Punkte stattfinden und auch hier möglicherweise, Sie sehen es hier in den letzten 5 Jahren, wir sind auch dazu verpflichtet, auch längere Zeiträume sich anzuschauen. Wie gesagt, schauen Sie sich das gerne auch auf der Webseite von JP Morgan Asset Management an, wo man durchaus mehr Informationen bekommt und ich glaube, dass daraus
ein interessanter Gedanke auch langfristig für das Thema Zinseszins auch entstehen kann. Das ist ein guter Punkt. Letztendlich Research Enhanced Indexing soll jetzt Ihnen die Möglichkeit bieten, wie in den MSCI World zu investieren, wo wir vorher gesehen haben, wir verändern den Index auf einer regionalen Ebene und auf einer Branchenebene nicht, sondern schauen uns eben nur auf Einzeltitelebene an, wo können wir noch etwas mehr herausholen. Und das ist das Charmante an Research Enhanced Indexing eben, dass Sie Touch and Feel, so wie Sie bisher mit einem passiven ETF zu Ihrem Erfolg gekommen sind, dass wir das eben noch mal etwas verfeinern möchten. Und das ist Research Enhanced Indexing. Und gehen wir mal rüber. Du hast vorhin den Begriff Alpha auch gewählt. Und ich muss sagen, ich glaube, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht schon diverse Videos sich angeschaut haben, auch von Filmfluencern, aber der Begriff Alpha ist bei uns in der Finanzbranche etwas, es ist wie das kleine Alphabet, Börsen ABC. Es wird häufiger genutzt. Was hat es damit auf sich und warum könnte es interessant sein? Ja. Das Alpha ist nichts anderes wie der gemessene Mehrertrag gegenüber meiner Benchmark. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der linken Seite eine Grafik dargestellt, wo wir das Ganze etwas aufschlüsseln. Das heißt, wir machen einmal im Jahr, veröffentlichen wir unsere langfristigen Kapitalmarktannahmen, wo wir für jede Assetklasse eine Prognose abgeben, wie entwickelt sich diese Assetklasse über die nächsten 10 bis 12 Jahre. Wir haben vorher über den MSCI World gesprochen, sprich globale Aktien. Für globale Aktien gehen wir in den nächsten Jahren von ungefähr 6% an jährlichem Ertrag aus. Das Alpha, also sprich der zusätzliche Ertrag, den Sie über Research Enhanced Indexing bekommen können, das Ziel sind 75 Basispunkte bzw. 0,75%. Mhm. Und wenn ich das jetzt in Relation stelle, dann kann dieses marginale Ziel vielleicht im ersten Moment von 0,75% doch einen erheblichen Beitrag auf meine Gesamtrendite bringen. Und das in dem Fall in Relation von den 0,75% zu den 6% beträgt eben 12% meiner Rendite auch da. Und das ist natürlich ein interessanter Aspekt in der Überlegung, sich aktiv auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Denn wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt diesen Mythos, ETFs, passives Investieren, ich lege einen Sparplan an, kümmere mich im besten Fall die nächsten 20, 30 Jahre nicht. Kleiner Tipp, ich habe noch keinen Kunden kennengelernt, der seinen Sparplan 10 Jahre laufen lässt und erst nach 10 Jahren drauf schaut, sondern die Faszination ist, man sieht aufgrund der börsentäglichen Berichterstattung, bekommt man Einblick in den Kapitalmarkt und das ist vielleicht etwas, was man auch mitnehmen kann. Könnte ins Portfolio, um sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie könnte das denn in der Theorie denn aussehen, wenn man das in einem Depot umgesetzt haben möchte? Ja. Denn ich glaube, nicht jeder hat unbedingt die Tagesfreizeit, um zu sagen, okay, ich suche mir selber den Research und picke dann die 2, 3, 4, 500 Werte, die in so einem ETF sind, bilde ich selber nach. Also ja. Bevor ich darauf eingehe, ich würde gerne noch einen Moment auf die rechte Seite von dieser Folie verwenden. Ich habe vorher gesagt gehabt, wir machen Research Enhanced Indexing für globale Aktien schon bereits seit 20 Jahren. Mhm. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und angeschaut, was hat sich in dieser Zeit getan, mit einem Startinvestment von 10.000, hier steht es mit US-Dollar, kann man aber auch analog mit Euro sich anschauen, weil du auch vorher von Zeit gesprochen hast und dem Zinseszinseffekt. Auf der linken Seite, in dem grünen Balken, sehen Sie das Ergebnis des Investments im klassischen Index, also sprich über einen passiven ETF zum Beispiel. Mhm. Auf der rechten Seite, und das ist kein Backtesting, sondern das sind mit Live-Zahlen, wo wir das Geld oder diese Strategie gemanagt haben, sehen Sie das Ergebnis aus einem Investment von 10.000 Euro. Diese 9.000 Euro Gewinnunterschied, also sprich von den 46 zu den 55.000
Euro oder US-Dollar entspricht schon fast der Summe des Gesamten oder des Erstinvestments oder anders ausgedrückt fast 20% an zusätzlichem Ertrag, der durch diese Strategie möglich geworden ist. Und das bringt mich zurück zu meiner Aussage. Es geht immer darum, was ist das Ziel letztendlich mit meinem Investment? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich jeder Anleger und Investor fragt, was möchte ich mit meinem Investment erreichen? Ja. Ist es für die Altersvorsorge? Ist es für einen Konsum? Ist es für einen Immobilienkauf? Und letztendlich darauf aufbauend die wichtige oder die beste Anlageentscheidung dann zu treffen. Und wir möchten eben mit Research Enhanced Indexing die Möglichkeit bieten, mit dem Index noch einen zusätzlichen Ertrag zu erwirtschaften, der eben jetzt in dem Beispiel unter anderem Kleinwagen ausmacht. Da werden Erinnerungen wach, in der Tat. Vielleicht sind Sie auch Jahrgang 79 plus minus und dann werden Sie feststellen, das erste Fahrzeug ist in der Kategorie irgendwo zwischen 5.000 bis 10.000 Mark bzw. Euro auch gewesen. Und ja, heutige hitzige Diskussion ist, was kostet ein Führerschein? Das kann durchaus schon einen Führerschein darstellen an der Fahrschule und die ein oder anderen Extras noch dazu. Wie vorhin schon gefragt gehabt, wie kann man das in einem Portfolio nachbilden? Ich sehe auch auf der Folie direkt den Hinweis Core Satellite, also Core und Satelliten. Wie stellt sich das dar und welche Informationen könnten wir da rausziehen? Ja, berechtigte Frage, wie kann man das im Portfolio in seinem eigenen Depot umsetzen? Die ETFs, Research Enhanced Indexing, sind bei euch glücklicherweise verfügbar, alle, die wir gesehen haben. Wenn ich die Worte Core und Satellite aufgreifen darf. Man spricht immer von Strategien beim Investieren. Ja. Und Core oder die Kernanlage, das sollte letztendlich der Schwerpunkt im Depot darstellen. Es ist eine strategische Entscheidung, meistens die größten Märkte, da wo meistens auch die größten Volkswirtschaften wieder gespiegelt werden, wo ich langfristig davon profitieren möchte. Das heißt, im Depot ist in der Regel immer die Kernanlage, der Core, der Schwerpunkt der Investition, was sich dann auch in den Summen ausdrückt. Ja. Darum herum kann man einzelne Satelliten bilden, Themen aufgreifen, die man gerne umsetzen möchte, die ich attraktiv finde, sei es eher taktischer Natur, wo ich vielleicht auch mal kurzfristig einen Gewinn abgreifen möchte oder erzielen möchte, sei es Nachhaltigkeitsthemen, sei es Regionen, die ich nochmal verstärken möchte. Und mit unserem ETF-Angebot können wir, wie Sie vorher gesehen haben, letztendlich die ganze Welt darstellen mit Research Enhanced Indexing. Und wir haben uns eben dann überlegt, okay, im Kontext von dieser Core-Satellite-Strategie, wie würde sich sowas darstellen lassen? Und deswegen haben wir dann eben auch aufgrund von der Stärke und von der Größe der einzelnen Volkswirtschaften, die in den Strategien wiedergespiegelt werden, gesagt, diese globale mit dem MSCI World ein Kerninvestment. Wahrscheinlich auch bei Ihnen in vielen Depots verfügbar oder investiert in ein klassisches Kerninvestment, wo einfach auch ein Schwerpunkt drauf gesetzt wird oder auch dann eben über die Regionen USA, Europa, was dann theoretisch auch in der Heimat hier einfach diese Nähe widerspiegelt dann im Depot. Und darum herum kann man dann Themen wie die Schwellenmärkte, Emerging Markets, China oder eben auch andere Themen drumherum setzen. Wenn sich jetzt interessierte Menschen bei euch auf der Homepage näher informieren wollen, wir haben jetzt die Homepage nicht geladen, aber auf welche Hinweise oder welche Produkte könnten Sie sich denn theoretisch und praktisch anschauen, um weiteres Wissen zu erlangen? Denn nochmals, diese Online-Seminare wie auch die früheren und auch zukünftigen stellen keine Anlageberatung dar, aber wir haben hier die Chance, die Produktpartner ins Haus zu holen, auch mal kurz darüber zu sprechen, das ein oder andere anzureißen, was halt keine Anlageberatung ersetzen kann, aber wo man wichtige Informationen vielleicht auch mal zieht und sagt, ah, aus der Perspektive habe ich das noch nicht betrachtet. Und das könnte durchaus sein, dass man aktiver sich damit beschäftigt. Und
Welche Produkte sind das denn jetzt, ohne eine Wertpapierkennnummer oder eine ISIN-Nummer gezeigt zu haben? Aber welche Produkte sind das, die man bei euch auf der Homepage sich möglicherweise etwas näher anschauen sollte, um vielleicht diesen Gedanken mit dem Research noch stärker vertiefen zu können? Ja, gut, Research Enhanced Indexing besteht aus diesen 10 ETFs, die wir vor uns angeschaut haben. Generell gilt, dass auf unserer Homepage alle ETFs verfügbar sind, die wir anbieten, wo man Informationen dazu bekommen kann. Es gibt so eine Suchfunktion auf unserer Homepage, wo man dann entweder mit einer Region nur einfach USA reinschreiben kann, dann wird einem aufgeführt, welche ETFs sind verfügbar. Ich würde es gerne aber noch etwas ausweiten, das Sehr, Thema sehr mit gerne, Zugriff ja. auf Informationen. Wir haben darüber hinaus noch andere Themen, die wir Ihnen als Anlegern gerne zur Verfügung stellen möchten, sei es Informationen zum Research, sei es Themen, die gerade in der Welt passieren, die wir aufgreifen über unseren Marktstrategen Tilman Galler, der seine eigene Kolumne hat. Und diese Informationen sind alle auf unserer Website verfügbar, wo man dann eben genau darauf eingehen kann und sich daraus vielleicht auch noch mal seine Meinung etwas verstärken kann, um dann letztendlich final über eine Suchfunktion oder eben über Research Enhanced Indexing auf unserer Website den passenden ETF zu seiner Strategie ziehen So, kann. dann machen wir doch mal eine Sache, dass wir mal ganz kurz Hier auf, oben. genau, ja, das Land wählen, Deutschland, Privatanleger, genau. So, akzeptieren. So, wir switchen mal hier in dem Programm kurz rüber auf die Seite. Auf das Tab. Da haben wir es. So, teilen. So. Also wie Sie unschwer erkennen können, das ist die Homepage, die können wir auch gleich im Anschluss hier in die Chat-Funktion mal mit beifügen. Aber Sie finden hier vor allem sehr viel Wissenswertes und neben der Bibliothek, die sicherlich auch das ein oder andere an spannenden Informationen auch nochmal aufgreift, die man entweder als Kunde beziehungsweise als Nutzer von den Produkten auch nutzt, aber im Bereich der Insights, hier finden Sie durchaus sehr viel Research-Material. Der Weekly Brief, beziehungsweise, wie der Tobi schon vorhin gesagt hat, der Investment-Ausblick. Ja, also da können Sie sich nochmal das ein oder andere vielleicht an Informationen heranziehen und vielleicht Ihre eigene Meinung auch damit nochmal schärfen. Und wer von US-Wahl nicht genug bekommt, der kann gerne auch hier mal drauf schauen an der Stelle. Ist auch ein super Thema für die Werbung zum nächsten Mal, wenn ich bei euch sein darf. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das Thema wird uns wahrscheinlich vor den Wahlen und nach den Wahlen nochmal deutlich stärker auch beschäftigen. Und wie gesagt, hier finden Sie sehr vieles, was an Informationen vorhanden ist. Und wenn Sie mal eine Frage haben, können Sie natürlich auch das Kontaktfeld nutzen, um dann Ihre Fragen auch an JP Morgan Asset Management konkret zu stellen. Wir gehen mal zu. Das bitte? Wichtige, weil du vorher fragt hast, wo finde ich die ETFs? Wir haben hier Fokusthemen und dann ETFs. Da kommen Sie direkt auf die Homepage von unseren ETFs, wo Sie letztendlich dann alle Informationen, Themen, Angebot oder auch dann Artikel zum Thema aktive ETFs finden können. Also nutzen Sie gerne die Möglichkeit, auch wenn Sie jetzt live zugeschaltet sind, haben Sie die Möglichkeit, hier während des Online-Seminars im Anschluss gerne nochmal darauf zurückzugreifen. Und ich versuche nochmal hier 10. So. Und zack. Und damit haben Sie auch die Seite an der Stelle. Wir gehen wieder zurück zu unseren Folien. Und du hast noch eine Folie mitgebracht. Da geht es um die einzelnen 10 Produkte. Ich glaube, was auch den einen oder anderen immer mal wieder interessiert ist, Total Expense Ratio, da gibt es so eine Glaubenssache, ETFs müssen kostengünstig sein. Wenn sie aber einen gewissen Mehrwert möglicherweise darstellen mit bestimmten Ansätzen, wo ein aktiverer Eingriff auch vorhanden ist,
dann kann man das sicherlich nicht für 10, 15, 20 Basispunkte darstellen, muss man fairerweise dazu sagen. Ihr seid da in der Kostenquote wie alle anderen Anbieter auch sehr transparent. Und wie Sie sehen können, gibt es hier bestimmte Sachen, die man hier zu berücksichtigen hat. Gibt es noch weitere Informationen, worauf die Anleger oder Anlegerinnen hier, wenn sie später eure Homepage besuchen, noch darauf achten könnten? Mit der Folie soll es einfach letztendlich nochmal einen Überblick geben, welche Research Enhanced Index ETFs haben wir und welche Benchmark nutzen wir, weil das ja auch vorhin eine Frage war. Wie wir alle sehen können, ist das immer die Standard-Benchmark, die Sie letztendlich auch kennen, gegebenenfalls auch schon nutzen von Ihren bisherigen ETF-Investments. Und da nochmal wiederholt, wir bleiben bei dieser Benchmark, was die Struktur anbelangt und verfeinern das dann eben nochmal über unser Research. Was dann eben in diesem Mehrertrag sich dann auch widerspiegeln sollte, wo ich vorher das Ziel schon angesprochen hatte, für globale Aktien sprechen wir von 0,75% pro Jahr, unabhängig von der Marktphase. Für US-Aktien sprechen wir von 60 Basispunkten, sprich 0,6%. Alle anderen nicht nachhaltigen ETFs haben ebenfalls dieses Ziel von 0,75%. Und da, wo wir diese strengen Nachhaltigkeitskriterien mit einfließen lassen, ist das Ziel des Mehrertrags gegenüber der Benchmark 0,5%. Ein wichtiger Punkt, den wir bisher noch nicht besprochen hatten, ist die Kostenstruktur, was du kurz erwähnt hattest. Sprich die TER, Total Expense Ratio, die ist komplett in line mit passiv anderen Angeboten, die Sie kennen. Marginal vielleicht etwas höher, aber die Zahlen, die wir vorher gesehen haben, mit den 1,14%, die sind bereits netto nach Kosten. Das heißt, hier ist die TER schon berücksichtigt und stellt letztendlich den Mehrertrag dann dar. Also auf jeden Fall ein Argument, vielleicht mehr nochmal die Webseite zu besuchen, sich darüber zu informieren, eine eigene Meinung auch zu generieren. Kann das im eigenen Portfolio einen Baustein darstellen? Und ich glaube, so ausführlich, Tobi, wie du uns das jetzt hier heute auch dargestellt hast, ist man mit sehr viel Information auch gesegnet an der Stelle. Und der ein oder andere muss vielleicht jetzt auch bald aus seiner Mittagspause auch wieder zurück an den Arbeitsplatz kehren. Aber hast du für uns noch ein Fazit, etwas, was du uns, ich sag mal, in abgerundeter Form noch mitgeben möchtest in den heutigen Nachmittag? Ein Fazit, ja, der ETF-Markt wandelt sich. Es wird immer wieder Veränderungen geben. Letztendlich gilt es dabei aber immer zurückzukommen auf seine grundsätzliche Überlegung, was ist mein Ziel in meiner Anlage und wie kann ich das bestmöglichst erreichen. Und wir bei JP Morgan Asset Management möchten Ihnen dabei helfen, starke Portfolien, starke Depots zu bauen. Research Enhanced Indexing ist ein ganz starker Teil davon. Und mich würde es freuen, wenn es Sie interessiert hat, wenn Sie darüber mehr erfahren wollen. Hier gerne gehen Sie auf Ihre Anlageberater, schreiben Sie uns oder vielleicht auch an euch. Und dann freue ich mich über ja, das Feedback. Auf jeden Fall. Also wir werden das Online-Seminar auch demnächst hier auf dem Flatex YouTube-Kanal online zur Verfügung stellen. Wenn Sie nochmal Anregungen, Fragen haben, schreiben Sie uns das gerne auch in den Kommentarfeldern. Wir haben jetzt auch hier einige Fragen noch. Die würden wir dann quasi jetzt noch zur Verfügung stellen zur Beantwortung. Aber falls Sie irgendwie jetzt kurzfristig wieder zu einem anderen Termin müssen, dann wollen wir Ihnen einfach die Chance auch noch geben, in aller Ruhe einfach hier auch nochmal das Feedback zu haben. Und was auch ganz wichtig ist, wir sollten das nicht unter den Teppich fallen lassen. Deswegen springe ich mal komplett an den Schluss. Und zwar haben wir hier aber auch noch euren wichtigen Hinweis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis von JP Morgan Asset Management an der Stelle. Gibt es eine bestimmte Passage, die wir noch besonders hervorheben sollten?
Weil bei uns ist es so, wir müssen einen bestimmten, den Disclaimer, der hier auch in der Chatfunktion ist, hier auch wiedergeben. Habt ihr da auch einen bestimmten Satz oder einen Hinweis? Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Nichtsdestotrotz haben Sie gesehen, es ist ein langfristiger Zeithorizont, wo wir das managen. Es funktioniert in jeder Marktphase. Und damit wir auch noch mal ganz kurz hier abholen, wo es Chancen gibt, gibt es auch Risiken. Bitte beachten Sie das. Im Übrigen finden Sie diese Chancen und Risiken bei uns auch noch mal auf der Homepage. Und wenn Sie im Bereich ETFs vorbeischauen, dann finden Sie diese auch noch mal hier aufgeführt. Ich bitte da um Nachsicht. Wir sind dazu auch aufgefordert, stärker denn je. Denn der Trend zu snackable Content, alles in 60 bis 90 Sekunden irgendwie komprimiert, da bleiben dann auch manche Risiken einfach mal unter den Teppich gekehrt. Und das wollen wir hier nicht, sondern wir wollen Sie darüber auch informieren an der Stelle. Und wenn Sie mehr über die ersten Schritte auch bei flatex erfahren wollen, hier finden Sie auch nochmal einen Auszug an Terminen. Sie wissen, wie Sie sich für ein Online-Seminar anmelden können. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie man beispielsweise ETFs kauft bei flatex, wie man vielleicht einen Sparplan anlegt, das können Sie gerne hier in diesen Folgeterminen aufgreifen. Und wir hoffen, Ihnen mit der Veranstaltung heute Mittag geholfen zu haben bei der weiteren Recherche und würde sagen, wir haben noch Folgetermine. Wir werden das eine oder andere sicherlich aufgreifen. Bis dahin wünsche ich Ihnen da draußen und dir, Tobi, alles Gute und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall wieder hier auf der digitalen Bühne. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Keine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.